Die Team of the Year Angreifer sind endlich in den Packs. Wann solltest du sie kaufen? Wann solltest du sie verkaufen? Krasse Marktschwankungen. Du kannst Millionen von Coins machen oder verlieren. Dranbleiben für deine Marktanalyse. Hallo und Servus. Willkommen zurück auf TV Marvin, deinem Kanal für FIFA Trading Tipps. Du möchtest mehr Coins machen? Fang jetzt direkt damit an, indem du den Kanal abonnierst, die Benachrichtigung anmachst und absolut keine Trading Tipps mehr verpasst. Und wir sind jetzt gerade hier drin bei Messi. Der hat ja seine Team of the Year Karte bekommen. Sie ist in den Packs 99er Overall. Ich meine, die Werte sind krank, brauchen wir nicht drüber reden. Die Preise sind auch ziemlich weit oben. Und wir gucken jetzt zusammen auf 2019, um mal abzuleiten, wie werden sich die Preise entwickeln. Denn wenn du am falschen Zeitpunkt kaufst oder am falschen Zeitpunkt verkaufst, und ich rede hier nicht von 3 Monaten, klar, dann ist alles billiger, sondern von Wochen oder eher gesagt von einer Woche, wenigen Tagen, kannst du richtig Coins verlieren oder machen. Und wir starten direkt mal mit Messi. Sein aktueller Preis während des Team of the Years, während er in den Packs ist, pendelt sich gerade ein bei ungefähr 4,8 Millionen Coins. Im Vergleich zum letzten Jahr ist das ein bisschen weniger, aber 4,8 Millionen ist eine stolze Summe. Wir sind schnell zu Footbin geswitcht und schauen jetzt mal auf Messi. Letztes Jahr war er auch im Team of the Year und startete in den Packs mit einem Preis von 5,5 Millionen. Ähnlich also wie dieses Jahr. Und wir sehen schon nach einer Woche, wirklich, ihr müsst nur 5 bis 7 Tage warten. Wenn ihr ihn kaufen wollt, hättet ihr hier 400.000 gespart. Andersrum, wenn ihr ihn zieht, unnormal geil. Wenn ihr ihn aber nicht spielen wollt als Erstbesitzer, könntet ihr echt überlegen, ob es ihn lohnt, ob es sich lohnt, ihn zu verkaufen und dann später wieder zurückzuholen. Hier muss man natürlich auch die 5% EA-Steuer berücksichtigen. Aktuell kostet er also 4,8 Millionen erst jetzt in den Packs, endet heute Abend, ist dann wahrscheinlich wieder Freitag, Samstag in den Packs, wenn alle Spieler drin sind. Und da würde ich mal so seinen Preis predikten auf ungefähr 4,2, 4,3 Millionen. Ist natürlich nur eine Schätzung, könnte ich mir aber sehr, sehr gut vorstellen. Wir gehen jetzt ins Mittelfeld, in die Abwehr und ins Tor. Und diese 400.000 Preisdifferenz ist wirklich die allerkleinste Marge, die wir gesehen haben. Denn wenn wir mal Modric als Beispiel, FIFA 19 Team of the Year Mittelfeldspieler nehmen, haben wir da innerhalb einer Woche eine Preisschwankung von über 1 Million Coins. Startete hier, wie ihr sehen könnt, bei ungefähr 5 Millionen und ging dann runter auf krasse 3,2 Millionen in so wenigen Tagen. Das sind 1,8 Millionen. Das ist mit oder ohne EA-Steuer. Natürlich ein dicker, fetter Batzen. Berücksichtigt das auf jeden Fall. Die Mittelfeldspieler kommen ja heute Abend rein. Viel Glück bei euren Packs. Weiter geht's mit der Abwehr. Virgil van Dijk war letztes Jahr natürlich auch am Start, ist dieses Jahr mal sowas von safe. Auch dabei haben wir ja auch schon gesehen, bin auf das Rating gespannt. Und wenn ihr ihn zieht, gilt eigentlich Ähnliches. Hier haben wir eine Preisschwankung von 900.000 gehabt, also von fast 1 Mille. Wir schauen mal, als er in die Packs kam, startete er nämlich mit 2,4 Millionen und ging dann langsam runter auf 1,5, klar, Verteidiger immer günstiger als vorne im Mittelfeld oder Sturm. Wie versprochen gibt es hier das Full Package. Wir gucken noch auf den Torhüter, das war letztes Jahr der Herr von Manchester United. Und auch bei dem Spanier eine krasse Preisschwankung. Er stieg mal ein mit 1,5 Millionen und ging dann auch 650.000 runter innerhalb kurzer Zeit. So auf 860 hat er sich dann erstmal eingependelt. Also auch hier gilt das Gleiche wie für alle Spieler. Wenn du sie ziehst, macht es wahrscheinlich Sinn, gerade jetzt die Mittelfeldspieler, die Verteidiger und den Torhüter, wenn sie in diesem kurzen Zeitraum erstmal drin sind, gerade bei den Mittelfeldspielern, dauert es dann wieder ein paar Tage, bis sie ja wieder in den Packs sind, wieder Angebot da ist. Vielleicht, wenn du sie nicht unbedingt als Erstbesitzer verhalten willst, macht es Sinn, verkaufen, später wiederholen, kannst du dir ausrechnen. Ich glaube, die Preise werden sich ähnlich verhalten, kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Ich glaube zum Beispiel in der Her. Der ist gar nicht dabei. In Virgil van Dijk wird ein bisschen teurer sein als letztes Jahr, weil die Karte noch kranker sein wird. Schreibt mir in die Kommentare, welche Team of the Year Spieler du gerne ziehen würdest. Und schreib nicht alle, sondern such dir einen aus und abonnieren, Glocke an. Denn wir haben noch über 50, fast 60 Packs, die wir gemeinsam öffnen, sobald alle Team of the Year Spieler in den Packs sind. Ich habe so unnormal Bock drauf. Hoffe, du bist da mit dabei. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.